Wir haben eine der wichtigsten Erfindungen des Computerzeitalters gemacht. In welchem Jahr war das? 1994. Und wann hat Google Google Earth präsentiert? 2005. Wie können TerraVision und Google Earth so absolut identisch sein? Ist das ein Algorithmus? Ja. Ich weiß, wie es geht. Wenn ich in einer Sache wirklich gut war, dann am Programmieren. Stell dir mal vor, man könnte jetzt aus dem Weltraum an jeden beliebigen Ort der Welt. Dann ist das eine Revolution. Was war denn Ihr erster Gedanke, als Sie für dieses Projekt angefragt wurden? Mein erster Gedanke, als ich das oder die Drehbücher gelesen habe, war, das kann doch nicht wahr sein. Nee, das kann doch nicht wahr sein. Und das wurde aber schon so anmoderiert, dass das eben based on a true story ist. Und dass jetzt die beiden Hauptfiguren und wie es geht, nicht in der Realität zwei Menschen waren, aber dass die Geschichte, dass es eine junge Gruppe von Hackern in Berlin der 90er gibt, die einen Algorithmus erfinden, der dann plötzlich wundersamerweise in Form von Google Earth wieder auftaucht, das war anscheinend wirklich so. Und das hat mich schon von den Socken gerissen. So, und sofort ist mein Gerechtigkeitsradar angesprungen. Ich so, boah, die Geschichte muss erzählt werden. Haben Sie von dieser Geschichte irgendwie gehört durch den Spiegel oder sonstige Medien? Damals? Ja. Okay, ich bin jetzt 41, aber so alt bin ich auch noch. Nein. Nein, in den 90ern war das ja. Ja, ja, genau, in den 90ern, da war ich echt mit anderen Sachen beschäftigt. Nee, lustigerweise hat aber eine sehr gute Freundin von mir lange gearbeitet bei der Firma, bei Art&Com. Mit der habe ich dann gesprochen und sie meinte, ja, ja, da reden wir alle gerade drüber, dass anscheinend ein Film drüber gemacht werden soll. Aber damals in den 90ern habe ich von der Geschichte nicht mitgebracht, aber ich war mitbekommen, aber ich war auch in München. Ich habe zu der Zeit noch nicht in Berlin gelebt und war auch, glaube ich, vielleicht einfach ein paar Jahre zu jung. So, ich war da eher noch mit Pferden beschäftigt als mit dem Internet. Die Geschichte basiert ja auf wahren Begebenheiten, wie Sie es gesagt haben. Hat man da als Schauspielerin einen anderen Druck, wenn man an so einem Projekt arbeitet? Ich habe schon ein paar Mal jetzt Personen gespielt, die ein reales Vorbild hatten. Hier in dem Fall war, also wenn man sagt Druck. Also die Herausforderung, die da besteht, ist, dass es gibt hier eine Geschichte, die wirklich Menschen passiert ist. Und man will deren Geschichte gerecht werden. So. Und dass man einerseits eine spannenden Film macht, aber auch gleichzeitig die nicht vorführt oder da was ausbeutet. Also da gibt es natürlich eine moralische Komponente, die es sonst bei Filmemachen nicht gibt. Das andere ist, dass man sozusagen die Herausforderung hat, dass man eine echte Person darstellt. Das ist manchmal so, dass man, also ich halte das immer so, dass ich dann gucke, was ist innerlich bei dir los, was interessiert mich daran und nicht da irgendwelche Äußerlichkeiten nachzumachen, weil da kann man nur verlieren. Und in dem Fall ist der Anwalt, der wirklich dieses Verfahren angestrengt hat, ist ein, ich glaube, mittlerweile über 70-jähriger Ami und ein Mann. Das heißt, da die Gefahr, dass ich da irgendwas nachmache, war nicht gegeben. Da ging es um andere Sachen. Also es ging eher um die Geschichte als Ganzes. Ja. Und wie sah denn genau Ihre Rollenvorbereitung aus? Haben Sie da die Gerichtsakten gelesen? Haben Sie Tage mit den Anwälten verbracht? Oder wie ist das genau gelaufen? Also die Vorbereitungen waren in erster Linie so, dass uns die Showrunner natürlich die Akten zur Verfügung gestellt haben. Und ich muss zugeben, ich habe die nicht alle durchgelesen, weil das sind ja wirklich tausende von Seiten. Aber die hatten auch Sachen markiert und gesagt, an dem Tag ist es interessant. Und haben da einfach um diese Art und Weise der Kommunikation sich mal anzuschauen. Und dann habe ich mich mit einem befreundeten Anwalt getroffen und lange mit dem gesprochen, wie das ist eben und was man so macht, wenn man dann wirklich vor Gericht agiert. Dann habe ich natürlich mir so klassische Courtroom-Dramen angeschaut, weil es ja auch ein amerikanisches Courtroom ist. Und für mich die extra Herausforderung war, dass ich ja auch eine halbe Amerikanerin spiele, dass es eben in Amerika stattfindet und für mich auch noch die Sprache im
im Vordergrund stand. Und ich habe mich auch mit dem Martin Silbernagel, der auch das Projekt beraten hat und der damals original aber auch dabei war und die Jungs von Art & Com beraten hat, lange ausgetauscht per Zoom. Und das macht man dann alles. Und dann, wenn man am Set steht, das alles wieder zu vergessen und sich auf seine Intuition zu verlassen. So. Und das hat manchmal gut funktioniert, manchmal nicht so gut, aber ich bin am Ende mit dem, was dabei rausgekommen ist, wirklich sehr zufrieden. Also als ich gesehen habe, war ich extrem erleichtert, dass auch diese Ebenen zusammengehen mit Vergangenheit und Gegenwart und so. Ja. Wie würden Sie denn die Zusammenarbeit mit dem Regisseur Robert Thalheim beschreiben? Ich habe mit Robert vorher noch keinen Film gemacht und das war das erste Mal und es waren lange Arbeitstage und auch keine unbedingt gleichen Bedingungen. Wir haben in Ungarn gedreht und es war auch das erste Projekt unter Corona-Maßgaben. Keiner wusste so genau, wo es hingeht, wie ist es mit den Reisebedingungen, kann man seine Familien sehen, wie wird die Betreuung organisiert, können wir Klimaanlagen anmachen, es hatte 35 Grad draußen, ging aber nicht wegen Corona, bla. Also es war alles nicht einfach. Und Robert hat so eine Ruhe ausgestrahlt und so behutsam inszeniert. Und was ich unglaublich schätze an ihm, und das hat man auch ganz schnell festgestellt, ist, dass er einerseits eine sehr genaue Vorstellung hat von dem, was er will. Und er covert auch viel, was schaut, also macht Sachen oft aus vielen Perspektiven. Als Schauspieler manchmal echt nervt, wenn man denkt, wir haben es doch jetzt. Dass man frisch bleibt, ist natürlich auch immer eine dauernde Anstrengung. Und gleichzeitig macht er das aber. Dem geht es wirklich nur darum, guten Film zu machen. Da sind keine Machtspielchen, keine Schikane, kein. Der stellt sein Ego da total zurück. Und dadurch hat man so eine unglaubliche Freiheit im Arbeiten. Und es macht echt total großen Spaß. Und diese Gruppe, diese Vierergruppe, also es gab ja sozusagen die Jungen, haben wir sie immer genannt, wir waren die Alten. Wir haben uns dann immer nur zwischendurch am Set getroffen, aber nie wirklich zusammen gespielt. Und die Alten sozusagen, Michel Maticevic und Marc Waschke und Seamus Sargent und ich, wir waren echt eine sehr, sehr lustige Truppe. Und ich glaube, wir sind dem Robert auch manchmal ein bisschen auf die Nerven gegangen. Weil wir, um frisch zu bleiben, weil wir Sachen wirklich sehr oft wiederholt haben, vor allem im Gerichtssaal, auch echt viel Quatsch gemacht haben. Wenn es dann darum ging, waren wir meistens, oder waren wir eigentlich immer dann auf dem Punkt da. Und das war echt lustiger, als es im Film jetzt, glaube ich, aussieht. Ja. Sie haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen, der Gerechtigkeitssinn. Ihre Figur spricht da sehr deutlich und klar, was Gerechtigkeit für sie bedeutet. Mhm. Beispiel mit diesen Jungen, den sie da Absagen erteilen mussten, also ihre Figur. Wie wichtig ist Ihnen denn dieser Gerechtigkeitssinn? Können Sie das noch ein bisschen genauer ausführen als vorhin? Je älter ich werde, desto mehr werde ich davon umgetrieben. So, und jetzt gerade ganz aktuell, also in der Schweiz ist nicht, aber in Deutschland hatten wir gerade Bundestagswahlen und im Vorfeld wurde wirklich unglaublich, also erst war es ein sehr lahmer Wahlkampf, der dann an Fahrt aufnahm und die Klimakrise war ein riesiges Thema, zum Glück zum ersten Mal. Und trotzdem sieht man jetzt auch an den Ergebnissen, dass so eine grundsätzliche Ungerechtigkeit, dass wir einen Lebensstil haben auf Kosten von vielen, vielen anderen Menschen und der Natur. Das ist so eine radikale Ungerechtigkeit global, die mich total wütend macht und die wirklich auch ganz, ganz tief geht. Ist auch so, wird auch diese Ungerechtigkeit, dass wir uns einfach darüber hinwegsetzen, zu sagen, nach mir die Sintflut, ist mir doch scheißegal, was mit den Generationen ist, die nach mir kommen. Das ist für mich so schreiend ungerecht und da wünsche ich das jetzt echt irgendwie. Ich habe das Gefühl, da ist eine ganz tolle Energie, gerade auch bei den jungen Leuten. Also meine Generation hat es verkackt, ich weiß jetzt nicht, wie alt sie sind. Aber ich habe das Gefühl, dass sich da gerade wirklich endlich was tut und da sollten wir alle zusammen dranbleiben. Von daher so ein, und sowas, das resoniert schon sehr stark bei mir. So. Ja. Wie würden Sie denn die Serie in drei Worten beschreiben? Google hat Unrecht. Ausgezeichnet. Und wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis? Ich durfte das zu Hause gucken. Ich fand es ein bisschen creepy, weil Netflix anscheinend wirklich in der Lage ist, mir auf meinen eigenen privaten Netflix-Account so einen extra Reiter zu schicken mit so einem Passwort. Und dann kann ich das gucken. Also die
wissen da sehr genau, was ich auf meinem Computer veranstalte. Und ich war ehrlich gesagt, nachdem ich die Arbeit abgeschlossen war, sehr unsicher, ob die verschiedenen Zeitebenen ineinander greifen und ob, ne, ob das funktioniert und ob es spannend bleibt. Und ich war von der ersten Sekunde an dran. Und ich bin echt total glücklich. Ich finde, die Mucke macht auch Spaß. Die 90er sind geil eingefangen. Und diese Entwicklung, dass man wirklich von dieser wilden Zeit der Internetpioniere dann es schafft, in ein echt spannendes Courtroom-Drama zu wechseln. Das ist schon ein ziemliches Kunststück. Und ja, ich find's spannend und es macht auch Spaß zu gucken. So. Ja, ja. Also ich bin zufrieden. Und ich mag diese Anwältin auch. Ich wusste nicht, ob die nicht irgendwie zu humorlos wird in ihrem Ehrgeiz. Aber wenn man dann immer spürt doch, dass es ihr um was geht, und ohne dass es zu... Also ich habe dann immer... Mir schlagen wirklich auch wie in Lea Haus wird so zwei Herzen in einer Brust. Ich bin ja auch Deutsch-Amerikanerin und ich habe dann immer so Angst vor zu viel Pathos. Und gleichzeitig nimmt es mich aber total mit, weil es ist einfach fucking ungerecht. Und ich glaube, genau diesen Grad trifft die Serie ganz gut, dass sie da sowas sehr emotional Aufwühlendes erzählt, aber ohne es dir wirklich auf die 12 ins Gesicht zu donnern. They could succeed where all the other little companies failed. Wir haben den Blick auf die Welt für immer verändert. Nur unsere Geschichte kennt kein Mensch. Aber das werden wir jetzt ändern.